fast 2 Jahren hat der Wiener Gemeinderat einen fatalen Beschluss gefasst. Er hat einer Flächenwidmung zugestimmt, mit der das Zentrum Wiens gefährdet ist, den Welterbestatus endgültig zu verlieren. Und das wollen viele Investoren, Spekulanten, Baulöwen in der Stadt. Sie wollen, dass nicht nur dieses Hochhaus gebaut wird, sondern auch andere, weil in dem Augenblick, wo das Welterbe verloren gegangen ist, ist dieser Bauwut Tür und Tor geöffnet und sie können ihre Luxuswohnungen in Hochhäusern verwirklichen, daran verdienen, ganz egal, wie die Stadt Wien aussieht. Nun widerspricht die beschlossene Flächenwidmung deutlich dem Völkerrecht und die Bundesregierung ist für so einen Fall nach Artikel 16 des Bundesverfassungsgesetzes verpflichtet bitte, darauf hinzuwirken, dass sämtliche Verträge eingehalten werden, sämtliche völkerrechtlichen Verträge eingehalten werden. Daher ist die Bundesregierung auch in diesem Fall verpflichtet, die Flächenwidmung ihrerseits wieder zu korrigieren, durch Weisung oder durch eigene Gesetze. Sie ist verpflichtet, das ist keine Kannbestimmung. Und wenn ich mit meinen Anträgen die Regierung ersuche, das Gesetz zu erfüllen, dann ist es ja schon meiner Meinung nach peinlich genug. Den Antrag aber jetzt abzulehnen, heißt in Wirklichkeit, die Erfüllung von Gesetzen abzulehnen, meine Damen und Herren. Und das sollten Sie sich genau überlegen. Und auch Sie, Herr Minister, sollten sich genau überlegen, dass Sie nicht nur davon sprechen, hier etwas zu tun und zu verhandeln, sondern Sie haben hier längst eine Verpflichtung. Danke.